Ja, man kann auch über Camping und Outdoor-Besteck sprechen. Und wenn du mir da zuhören willst und wissen willst, was ich habe und sowieso und überhaupt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Shop Problem. Und schön, dass du dabei bist. Da ist es nun mein liebstes Outdoor-Besteck. Und ich habe das jetzt in zwei Kategorien eingeteilt, und zwar Metall sozusagen und Kunststoff. Und gehen wir es mal an. Den Klassiker, den Spork von Light My Fire, den kennst du wahrscheinlich. Den gibt es entweder in dieser Titan-Ausführung. Schön leicht, trotz alledem schwerer als der Kunststoff, jedoch robuster. Denn das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Gabel und ein Löffel. Manche nennen das auch Göffel. Und das finde ich sehr praktisch, das funktioniert sehr gut. Ich mag das extrem, extrem, extrem gern. Dieses Messer, das hier mit eingebaut ist, das ist da an der Stelle, ja, das ist lieb, aber das bringt dir nicht wirklich weiter. Das Problem ist nur, dass diese Kunststoffteile mit der Zeit an dieser Stelle hier abbrechen. Da gibt es dann auch Tutorials, also Anleitungen auf YouTube, wie man das wieder mit einem Feuerzeug oder was auch immer zusammenkleben kann. Aber das hält dann einfach nicht mehr so gut. Und das ist ganz einfach ein Nachteil. Und ja, daher habe ich mir dann mit der Zeit eben den Titan gekauft und da passiert das nicht so. Der ist ein bisschen schwerer, aber das ist okay. Warum ich den Light My Fire Löffel sehr, sehr gern mag, ist, weil ganz einfach da im Löffel viel reinpasst. Und da ich bin halt ein starker Esser, sagen wir das so, kommt da auch wirklich was raus und das macht Sinn. Es ist im Endeffekt wie ein Löffel daheim. Denn es ist so, es gibt auch Löffel, die dann irgendwie Fahrt sind draußen, also Outdoor-Löffel zum Beispiel. Es gibt davon Miltec ein paar, die ich nicht so gern habe. Dann, es gibt auch diesen Wildo, der ist okay, aber nicht so toll wie der Light My Fire. Den mag ich ganz einfach sehr, sehr gern. Und dann habe ich mir mit der Zeit, dann, was das war, auf Leichtgewicht sozusagen, auf Ultraleichtgewicht, dieses kleine Teil gekauft von der Firma Kath. Und das ist auch so ein Titan-Löffel, der auch sehr gut funktioniert und der halt den Vorteil hat, dass er leichter ist, weil hier hinten eben diese Klappe ist, wie du sicher gut sehen kannst, die kann man dann auch fixieren und dann geht das nicht mehr alles schön. Und der ist ein bisschen leichter und der ist auch sehr, sehr praktisch. Mag ich auch gern, kann ich da empfehlen. Und dann zu guter Letzt, ich kann es nicht aussprechen, Kubilka. Die Firma Kubilka, die haben wir auch bei mir im Shop. Ich meine, dass das jetzt Video insgesamt natürlich billige Eigenwerbung ist, das ist eh ganz klar, so wie immer. Gebe da unten den Link. Da haben wir jetzt Töpfe, da haben wir jetzt Tassen. Habe ich auch im Test und finde ich sehr, sehr gut. Und zum Beispiel, da gibt es ein ganzes Besteck mit Löffel, Gabel und Messer. Das Messer ist okay, aber ernsthaft, wer hat kein Messer mit draußen? Aber sei es drum. Das ist auch Kunststoff und zwar recyceltes Kunststoff aus Finnland mit ich weiß nicht wie. Gebt ihr, wie gesagt, unten der Link in meinen Shop, schaut euch das an. Gibt es unterschiedliche Produkte davon. Und das finde ich interessanterweise sehr massiv ausgeführt. Also wenn ich das jetzt vergleiche, es ist natürlich ein bisschen schwerer als der Light My Fire, aber das biegt sich da durch. Also da muss man wirklich aufpassen. Und bei dem, das biegt sich nicht durch so einfach. Ich meine auch ganz leicht, aber das ist okay. Finde ich sehr praktisch, sie sind sehr groß, du kannst auch mit Handschuhe angreifen. Ich glaube, dass das vielleicht auch in Finnland, wo es manchmal ein bisschen kälter ist als hier, sinnvoll ist. Ich mag die sehr, sehr gerne. So, eine kleine kurze Vorstellung von den liebsten Löffeln, die ich habe. Aber ich muss auch was dazu sagen, jetzt wird es den einen oder anderen oder die andere da hinten reißen. Vielleicht gehörst du dazu und du sagst dir, also eigentlich, weißt du, Reini, das ist alles nicht so richtig cool Outdoor. Ich meine, ja, das sind diese Outdoor-Produkte, aber eigentlich ein richtiger Bushcrafter, der hat einen eigenen Löffel nämlich geschnitzt. Und ja, das geht natürlich auch. Das ist kein Löffel zum Zuberschlürfen, ist übrigens schon ein bisschen eingerissen da oben. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. Der ist schon ein bisschen eingerissen, ist ganz einfach so. Aber der ist es im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, mehr eine Schöpfkelle geworden. Ja, aber ist ganz einfach so. Das heißt, ist natürlich schön, wenn man Ausrüstung mit hat, aber am schönsten ist es, wenn man am Lagerfeuer die Sachen selbst kreieren kann. Das war's. Ich mag dir mal Daumen nach oben bitten und natürlich einen Kommentar. Schreib mir unten einen Kommentar dazu, welche Teile du im Einsatz hast, was dir taugt, was dir nicht taugt. Ganz einfach, ganz cool. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann und bis bald. Ciao.